noch nicht. Ihr könnt nicht bleiben, wenn nicht bewiesen ist, dass die Inquisition auf Justinias Befehl eingesetzt. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch den mutigen Mann vorstelle, der sein Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Sir Trevelyan, darf ich euch den Marquis d'Aurillon vorstellen? Einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus d'Aurillon stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshin von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Ferelischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war, eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Vom Himmel fallen Dämonen und ihr sorgt euch um Landansprüche? Haven ist der rechtmäßige Besitz der Dürellions. Hat Kaiserin Selene euren Besitzanspruch auf Haven offiziell bestätigt? Ich wusste gar nicht, dass ihre kaiserliche Majestät diese Angelegenheit dem Ferelischen Thron vorgetragen hat. Die Kaiserin hatte noch keine Gelegenheit dazu. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Haben die Dürellions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Dürellions immer noch Orlesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selene in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Darf ich fragen, was euch dazu brachte, für die Inquisition zu arbeiten? Schwester Liliana trat an mich heran. Wir kannten uns bereits seit geraumer Zeit. Egal, was kommen mag, eine Diplomatin der Inquisition zu sein, ist tatsächlich so interessant, wie sie es versprochen hat. Welche Art von Beziehungen hattet ihr zum Adel? Ich war einige Jahre lang königliche Botschafterin Antivas am Hof von Orle. Der Adel in Thedas ist eine in sich geschlossene Welt. Ich kenne alle Adligen persönlich oder aufgrund ihres Leumunds. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montillier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Gesegnet seien die Hüter des Friedens. Die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Wieso sollte das ein Spiel sein? Seht ihr den Himmel? Was ist mit den Tempelruinen? Den Knochen, die im Staub liegen? Selbst wenn ihr den Frieden der Göttlichen nicht unterstützt hättet, fändet ihr das hier nicht richtig. Wer könnte das schon? So viele unschuldige Leben. Die Gläubigen ermordet, wo einst die Heiligste aller Heiligen stand. Wenn der Erbauer das wollte, was ist es dann, wenn es kein Spiel oder grausamer Scherz ist?
Fragt mich nicht. Ich bin genauso verwirrt wie ihr. Dann können wir nur raten, was er will. Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat. Dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte. Doch er ließ sie sterben. Vielleicht solltet ihr euren Zorn auf ihre Mörder richten. Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er denn gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente, um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Es ist also wahr. Butler hat sich gegen uns gewandt. Ich hatte gehofft, mein Verdacht wäre falsch. Kanntet ihr ihn gut? Nicht so gut, wie ich dachte. Zeigt mir die Berichte. Farias Tod hat so viele Fragen aufgeworfen. Dachte er etwa, wir würden es nicht bemerken? Er hat Faria ermordet. Einen meiner besten Spione. Und er weiß, wo die anderen sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Erledigt es sauber. Schmerzlos, wenn ihr könnt. Wir waren einst Freunde. Schön zu sehen, dass ihr kurzen Prozess mit Verrätern macht. Wir müssen tun, was nötig ist, um unsere Interessen zu schützen. Es freut mich, dass ihr das genauso seht. Ich habe nicht das geringste Verständnis für Verräter. Ihr vertretet einen harten Standpunkt, aber ich schätze, in schwierigen Zeiten wie diesen geht es einfach nicht anders. Wir werden die Inquisition zu einer Kraft machen, die es zu fürchten gilt. Nun denn, ich hoffe, ihr seid glücklich. Auf mich wartet noch Arbeit. Du hast ihnen die goldene Stadt erbaut. Das... So, jetzt, wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? Ich meine, ihr wart der meistgesuchte Verbrecher in ganz Thedas und jetzt kämpft ihr in der Armee der Gläubigen. Die meisten Leute würden dazu mehr als einen Tag brauchen. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Tote es auf diesem Berggipfel gab. Ja, viele gute Männer und Frauen haben dort oben ihr Leben gelassen. Wir starren schon seit Tagen auf die Bresche. Sehen zu, wie sie Dämonen und weiß der Erbauer, was noch ausspuckt. Es wäre untertrieben zu sagen, das ist schlecht für die Moral. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand da drin war und überlebt hat. Wenn es so schrecklich war, warum seid ihr dann geblieben? Cassandra sagte, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ich rede mir gerne ein, ich wäre genauso selbstsüchtig und verantwortungslos wie alle anderen, aber... Auf diesem Berg sind Tausende von Leuten gestorben. Fast hätte es mich auch erwischt. Und jetzt ist im Himmel ein Loch. Nicht einmal ich kann einfach verschwinden und dieses Loch sich selbst überlassen. Die Bresche muss geschlossen werden. Je eher, desto besser. Sofern das möglich ist. Ihr solltet fliehen, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich habe genug Tragödien verfasst, um zu erkennen, wohin das alles führt. Helden gibt es überall, das weiß ich. Aber ein Loch im Himmel? Dagegen richten Helden nichts aus. Was wir brauchen, ist ein Wunder. Der auserwählte Andrastes, ein gesegneter Held, gesandt, um uns alle zu retten. Ich habe kein Interesse daran, ein Held zu sein. Ich will einfach nur einen Weg finden, diese Bresche wieder zu schließen. Pragmatisch, aber letztendlich bedeutungslos. Ich bin tief ins Nichts gereist, in uralten Ruinen und auf früheren Schlachtfeldern, um die Träume untergegangener Zivilisationen zu sehen.
Ich sah Geisterheere aufeinanderprallen, um die blutige Vergangenheit sowohl berühmter als auch vergessener Kriege wieder aufleben zu lassen. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Held ihr sein werdet. Ruinen und Schlachtfelder? Was meint ihr damit? Jedes Bauwerk, das stark genug ist, der Unbill der Zeit zu trotzen, hat eine Geschichte. Jedes Schlachtfeld ist von Tod durchzogen. Beides zieht Geister an. Sie drängen gegen den Schleier und schwächen die Barriere zwischen unseren Welten. Wenn ich an solchen Orten träume, tauche ich tief ins Nichts ein. Ich finde Erinnerungen, die kein anderes lebendes Wesen je gesehen hat. Ihr schlaft in alten Ruinen? Ist das nicht gefährlich? Ich wirke natürlich Schutzzauber. Und solange man den Riesenspinnen etwas zu essen hinstellt, ist es ein gegenseitiges Leben und Leben lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dort einige unglaubliche Dinge findet. Neben all den Dämonen natürlich. Ganz genau. Ja, es ist mitunter gefährlich. Aber viel häufiger ist es einfach nur traurig zu sehen, was alles verloren gegangen ist. Könnt ihr euch vorstellen, die Überreste eines 1000 Jahre alten Traums zu finden? Dieses Gefühl würde ich gegen nichts in der Welt eintauschen. Nun denn, ich werde bleiben. Zumindest bis die Bresche wieder geschlossen ist. Stand das etwa in Frage? Ich bin ein Abtrünniger, umgeben von Truppen der Kirche, inmitten einer Rebellion der Magier. Cassandra war äußerst zuvorkommend, aber ich hoffe, ihr versteht meine Vorsicht. Cassandra vertraut euch. Sie wird nicht zulassen, dass euch jemand gegen euren Willen in einen Zirkel bringt. Hab Dank. Das ist ein beruhigender Gedanke. Und nun lasst uns hoffen, dass entweder die Magier oder die Templer die Macht besitzen, die Bresche wieder zu verschließen.